Erstmal, wir sind Simon und der Nico von 213 Wolves. Und I've been roaming around, always looking down, and all I see. Simon stellen. Nein, das ist Jenny. Oder der Jenny. Ja, Simon, nein, das ist uns. Simon, wechsel mal Feldteams. Ey, wir sind alle Dom oder Jungs? Ganz ehrlich, die Frage erübrigt sich. Sag das Wort. Oder? Sag es. Danke. Oh, danke. Ja, natürlich. Oh, Gott. Also ganz kurz. Ey, Schalke. Hier. Nein, hör auf, wir wollen niemanden beleidigen. Die Any Given Day Jungs, wir lieben die über alles. Vicky, das sind wirklich tolle Jungs. Aber die kommen aus Gelsenkirchen, ja? Da können die Jungs Vicky nichts für. Da können die nichts für. Aber ich bin durch und durch Dortmunder. Ja. Und da wird auch so bleiben. Sie ich werde in meinem ganzen Leben werde ich kein Feldteams spielen. Also, ganz kurz nur: Feldteams machen wir jetzt. Da machen wir jetzt hier Teams raus und da könnte auch ein Name sein, ne? Teams, Teams, ich mag es gemacht. Aber Feldteams mag ich nicht. Ich mag die Teams, ich bin der Nächste, ne? Ja. Okay, wann kommt wieder so eine coole Aktion wie die Wasserbombenschlacht? Das war echt geil! Ich muss beantworten. Also, wir sind so eine Truppe, wir sind zwar sehr, sehr unorganisiert, aber wir haben manchmal so, ich sag mal, dahergaloppierte Ideen, die wir dann wirklich versuchen, binnen kürzester Zeit zu verwirklichen. Ich denke, wenn wir unser nächstes Album. Wir haben ja einen Poltergeist. Wenn wir unser nächstes Album promoten, das Mitte nächsten Jahres rauskommen soll, werden wir sicherlich irgendwelche richtig, richtig doofen Aktionen bringen. Und, aber nicht nochmal das gleiche. Nee, natürlich nicht. Also das nächste Mal werden wir uns was anderes ausdenken. Also das wird sich nicht ändern. Wir bleiben bekloppt, wir bleiben wir und wir bleiben Pott. Würdet ihr lieber Backstreet Boys oder Taylor Swift covern? Covern? Covern. Oh, das ist echt nicht so leicht. Das ist super leicht. Also ich sag mal so, ja. Bei uns, wir haben zwei große Cases. Ja. In dem einen Case sind unsere ganzen Gitarrenverstärker und so. In dem anderen Case sind unsere In-Ear-Klar. Nein, nichts, warte. Was? Das Gitarrencase, unser X32 Case, unser ja. Rack, heißt Katy Perry. Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Was? Lass mich das doch erklären. Entschuldigung. Ja, also in dem Gitarrencase, das heißt Katy Perry und das In-Ear-Case heißt Taylor Swift. So, und wir haben alle gedacht, dass Katy Perry wesentlich geiler ist als Taylor Swift. Also die Frage ist auf jeden Fall schon mal Taylor Swift. Ne? Aber ich habe letztens die Doku gesehen, ja, die Doku über Katy Perry. Kennt ihr die? Nicht? Ich auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Katy Perry, ungeschminkt, sorry, aber ey, ich dachte erst, wenn man Traumfrau, aber die Zeiten sind vorbei, wirklich. Ungeschminkt sieht die so kacke aus. Und deswegen. Und die ist auch gerne hoch. Deswegen ist Taylor Swift besser als Katy Perry. So, Herzchen, was war das coolste Fangeschenk? Das sind die Brownies. Hier. Sind das normale Brownies? Ja, das sind normale Brownies. Das wussten wir nicht, deswegen haben wir die vor der Schule gegessen. Ich hab die gern. Ich hab die gefragt, da sind keine Nüsse drin. Und auch kein Hasch. Die riechen köstlich. Nee, aber wir bekommen halt ständig irgendwas Süßes, wofür die Leute sich wirklich Mühe geben. Und ich weiß nicht, ich sehe es nicht ein zu sagen, das war das Schönste. Ich finde, alles, was wir geschenkt bekommen, ist irgendwo von Herzen und da freuen wir uns drüber. Wer will? Ich ziehe für den Simon. Astia. Simon. Nico. Moschen oder Crowdsurfen, ich kenne die anderen. Crowdsurfen auf jeden Fall. Wir sind nämlich eine Metalcore-Band, die viel zu soft für dieses Genre sind. Ist so. Wir erwarten wirklich von keinem Fan oder irgendwelchen Leuten, die Konzerten sind, dass ihr moscht. Warum sollte man sich gegenseitig wehtun, oder? Also wir haben. Also ich meine, wenn er Bock drauf hat, okay, aber es ich bin auch so ein Typ, ich gucke Konzerte von ganz hinten und analysiere so, das klingt wirklich wie auf Platte oder auch nicht. Ja. Ne? Ja. Also wir haben lieber Leute, die. Auf der Bühne sieht das cool aus. Also watch ruhig. Die sich betrinken, die springen, die tanzen, die feiern, die mitsingen, als Leute, die da die ganze Zeit stehen und mit ihren Armen und Beinen um sich schleudern und eventuell noch 13- oder 14-jährige Mädchen treffen. Leute, ist alles cool.
keine Ahnung, geht auf irgendein Hardcore-Konzert oder sonst was, wo die Leute das alle mögen und alle machen wollen, aber wir sind definitiv keine Band, wo die Mädels oder die kleinen Jungs, die zu uns kommen, Bock darauf haben, eine Faust in die Fresse zu kriegen, so. Your turn. It's my turn. Okay, habt ihr peinliche Tattoos? Nö. Ich hab ein peinliches Tattoo. Was ist das? Oh, Scheiße, ja klar, ich hab Spanien auf meinem Fuß, stimmt. Alter. Ich war mit meiner. Sieht man das? Ja, man sieht das. Sieht man das? Das sieht aus wie ein Kuchen mit einer Fahne drin. Ja, das ist die Silhouette von Spanien. Da war ich mit meinem Spanischkurs in Madrid. Und alle, wir waren rotzevoll, es war 10 Uhr morgens, alle rotzevoll. San Miguel, gutes Bier übrigens, by the way, ich will hier keine Schleichwerbung machen oder so. Super geil und alle so, ey, das ist ein Tätowierer, ich war 18 oder so, und alle so, ey, ich hatte schon ein paar Tattoos halt, ne, und alle so, ey, du bist voll tätowiert, lass dich tätowieren. Ich so, gut, jeder 5 Euro in die Runde, lass mich tätowieren. Alle 5 Euro in die Runde, ich so, geil, lass mich so einen geilen, diesen spanischen Bullen, weißt du, ne, dann lass mich tätowieren, bin ich da rein, so, und dann hab ich der Tätowiererin gesagt, so, ey, ich will einen spanischen Bullen. Hat sie nicht gecheckt oder war auch zu teuer und so, ne, und dann, ich so, ey, ich hab 70 Euro, ne. Okay, alles klar. Meint die so, haut nicht hin, ist zu teuer. Ich so, okay, ja, was krieg ich denn für 70 Euro bei euch? Dann so, wie so aus dem Katalog so. Ja, Silhouette von Spanien, ich so, ja, alles klar, mach mal. Das ist definitiv eine FAQ übrigens, ne. Also wann kommt denn endlich euer offizielles Kuscheltier? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann ein Kuscheltier rausbringen, das so aussieht wie Scully. Nee, wirklich, das wie eine Ratte, halt. Also, nein. Oh. Nee, ich meinte nein! Ey, Danny, fuck off! Ich meinte eigentlich vielmehr, wir brauchen, also wenn wir sowas machen, brauchen wir ein Maskottchen. Ob wir wirklich mal einen direkten Merch-Artikel als Stofftier rausbringen, keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann sagen, ey, 200 Kuscheltiere, limitierte Auflage, Leute, greift zu, solange ihr könnt. Aber was da rauskommt, keine Ahnung. Ich denke, es wird ein Wolf oder eine Ratte. Du packst das Ding. Ja, das nimmt dann jeder auf die Konzerte mit, anstatt genau. Von T-Shirt. Ja, das ist dann so. There we go. So, ey, wie viele BHs hat ihr schon auf der Bühne? Ne, keine BHs, ja. Wir haben die ganze Zeit irgendwelche Wolfsratten auf der Bühne. Das ist ja cool. Da hast du einen Schwanz, an dem kannst du wedeln und den Wolf Schwanz, den kannst du wedeln. Ja, da muss man jetzt nicht zweideutig sehen. Rachel ist voll pervers. Pavers. Also alle Leute, die Deutsch kennen, ne? Wir setzen sehr, sehr viel auf deutsche Grammatik und das heißt pervers. Ja. Pavers. Ja? Und wenn ihr mich produziert, ne? Dann ist aber ganz schön. Ne? Herr Salat, was gibt es Neues an der Musikfront? Neues an der Musikfront gibt es. Wir haben vor kurzem bei A Rising Empire gesigned. Ein Sublabel von Nuclear Blast. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wir sind unglaublich froh, bei den Jungs untergekommen zu sein. Sehr, sehr nette, sehr nette Leute, kann man nicht anders sagen. Und ansonsten sind wir das, ich sag mal so, die erste Hälfte des nächsten Jahres aus dem reinen Konzertgeschäft erstmal raus. Das heißt, wir spielen wirklich sehr, 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 sehr wenig Konzerte, wenn nicht sogar gar keine, und schreiben unser zweites Album. Die Katze lieber zum Kuscheln oder als Beilage? Was ist für eine Frage, ganz ehrlich? Ihr macht doch gerade das in Japan, oder? Japan ist nicht China. Auf jeden Fall. China ist schlimmer. Wir sind alle. Ja, sag ich ja. Ja. DC ist Chinesen. Ja, aber scheiß auf DC, ey, ganz ehrlich. Also ich bin auf jeden Fall Vegetarier und er lebt sehr bewusst. Ja, sehr bewusst. Scheiß drauf, wie bewusst ich lebe, aber Katzen sind die süßesten Tiere. Direkt nach unten. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde so kleine süße Äffchen eigentlich am geilsten. Ich hätte ultra, also... Alles klar, Justin Bieber. Ja, was ist denn bloß nicht am Flughafen, ey. Was ist denn, ich hätte ultra gern so ein kleines Hausäffchen. Ja, so ein Totenkopfäffchen. Euer krassestes Erlebnis heute. Definitiv. Heute war einfach der, also... In den letzten 2 Monaten haben wir 30 Konzerte gespielt, glaube ich. Locker. 35? Ja. Irgendwie sowas. Und heute war einfach der krönende Jahresabschluss für uns, oder? Also das läuft noch. Ich habe noch nie sowas erlebt. Also wirklich, so krass. Alle anderen Konzerte haben alle anderen Konzerte in Ehren, das muss man wirklich dazu sagen. Ja. Also die komplette Wieder Geil-Tour mit We Butter the Bread with Butter war der Hammer, aber das hier, heute. Hier. Genau, ganz kurz an die Butter-Jungs. Aber das heute war halt so. Also man hat sich in Japan, wir waren ja in Japan, hat man sich schon gefühlt, wie alles im Wunderland, aber heute kam man dann an und wusste gar nicht, was kommt. So, man steht auf einmal vor 3000 Menschen und weiß gar nicht, wie die auf einen reagieren. Kennen die uns? Mögen die unsere Musik? Und wir kommen auf die Bühne und machen das, was wir immer machen. Wir machen Party und haben Spaß und lachen. Und
Die Leute sind einfach ausgerastet. Und das war ein Gefühl, ich hätte auf der Bühne am liebsten vor Freude angefangen zu heulen. Stani hat nach dem Konzert geheult. Stani hat wirklich, ohne Scheiß, ich habe das noch nie gesehen vorher bei dem Jungen. Der kam von der Bühne, hat mich angeguckt und hat angefangen zu flennen. Hat gesagt, das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Ja. Und deswegen wirklich Knockdown, Karlsruhe, alle Menschen, die hier waren, auch ihr. vielen, vielen Dank, das war der absolute Wahnsinn, das Schönste, was ich bisher erlebt habe. Ja. Voll. Festival oder Headliner-Tour? Ach du Scheiße. Das ist eine Kackfrage. Das ist eine Fangfrage, Alter. Also ganz ehrlich. Also so Festival oder Clubshow? Ganz klar Clubshow, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, es hat Geschmackssache. Beides seine Vorzüge. Also Festival ist halt immer so kurze Hose, Tanktop, Cocktail, Bier, Spaß. Sonne. 14 Uhr ja. Besoffen, 16 Uhr spielen. Ja, aber es ist wirklich, das ist einfach schön. So, du kommst da an, die Sonne knallt dir auf den Pelz. Aber Clubshows sind viel, viel familiärer. Ja. Ja. Aber das war ja eigentlich nicht die Frage. Ich würde auch sagen Clubshows. Also Headliner-Tour oder Festival? Headliner-Tour. Ich würde auch sagen Clubshows. Okay. Ich weiß es nicht. Headliner-Tour. Ich weiß es nicht. Ja, ganz ehrlich, wenn wir eine Headliner-Tour fahren, haben wir ja erst einmal gemacht. Ja. So richtig? Das war der Knaller. Du glaubst ja, es werden ja auch ohne Schwinge von Fans erkannt. Manchmal. Ja. Selten. Selten. Echt? Oder? Ja. Hier und da. Nico, ist das mal ein Supermarkt, ne? Ja. Also, als wir die EP draußen hatten, waren wir noch nicht geschminkt. Das ist halt schon mal vorgekommen, dass ich einkaufen gegangen bin bei mir im Supermarkt irgendwie. Und der Typ guckte mich dann irgendwie so ganz nervös an. Sag mal, siehst du in der Band? Und dann meinte ich so, ja, mach ich. Weißt du, tut mir etwas los? Ja, genau so heiß ich. Oder wie? Das war wirklich wie in so einer schlechten Werbung. Mega, mega. Ne, mach weiter. War wie in so einer schlechten Presse. Wie in so einer schlechten Werbung. Der Typ saß da vorne, er machte nur so. Und zeigte mir ein Bandshirt von uns. Das war irgendwie so eine Situation, wo ich mir dachte, okay, ich möchte im Boden versinken. Habt ihr noch Jobs nebenbei? Kann ich das fragen? Nicht mehr, okay. Einfach, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt hier. Nee, das meine ich auch gar nicht. Das Ding ist, wir sind wirklich sowas von arm, aber wir können momentan, also alle wurden quasi gekündigt, weil wir haben so viel Konzerte gespielt, einfach, dass kein Arbeitgeber das mehr mitgehört hat. Und wir hatten also, das ist auch schon so ein bisschen bezeichnend für diese Band, weil wir hatten halt alle die Wahl, Job oder Musik. Und es war eigentlich keine Frage. Alle haben sich gesagt, okay, zu keinem Zeitpunkt Gedanken darüber gemacht. Ja, also es war halt so, okay, ihr wollt mir jetzt sagen, ich bin halt gelernter Altenpfleger und es war bei mir so, ganz ehrlich, reden wir Tacheles, ja? Ärsche putzen oder das machen, was mir am meisten Spaß macht, in der Hungertuchlage, ganz ehrlich, nach Hunger riechen. Ja, und das, sowas, was wir heute hier erlebt haben, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und sehr gut, warum wir das alles aufgeben, ja. Sag ich mal. Also voll, voll. Und wie gesagt, also Leute, wir können, das betone ich jetzt nochmal ganz zum Schluss, wir sind mit vollem Herzen dabei und wir haben immer Spaß und keine Ahnung. Wenn es euch gefällt, dann kommt zu unseren Konzerten und feiert mit uns. Ja, weil Tatsache ist, wir sind keine konventionelle Metalcore-Band. Wir sind einfach so eine zusammengewürfelte Band, die Spaß an der Musik haben, die sie machen. Und wir sitzen in unserem Tourbus und hören mit Sicherheit kein Slipknot oder sonst irgendwas. Nein. Ganz, ganz selten mal. Nein. Wir hören Highschool-Musical, wir hören Disney-Songs, wir hören Backstreet Boys, wir hören die 90s. All in this together. Ganz genau. Also ich finde, es wurde eigentlich alles gesagt und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Interview. Ihr könnt uns gerne bei Facebook liken, bei Instagram abonnieren und bei Twitter unter dailymetal.de. Und ich wollte gerade sagen, also ich auch, ja. Ja, und die Jungs natürlich auch.